Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Croc Legend of the Gobbos. Ich habe mir eine Pause gegönnt, ich habe etwas Leckeres gegessen, mir einen schönen Ingwertee gemacht, mir ein paar kranke Anime-Sachen von Kurono reingezogen und einen Resi 2 Remake-Part Kontrolle geguckt. Es ist so geil. Mal ganz ehrlich, schaut euch unbedingt mal die Parts an, wenn sie erstmal online gekommen sind. Vielleicht ist es ja auch schon der Fall, wenn das hier hochkommt, ich weiß es ja nicht. Zur Information, heute ist der 30.04. Und ja, wenn ich diese Musik höre, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Aber ich will ja noch dennoch vorankommen bisher in dem Spiel, deswegen machen wir es einfach mal und gehen jetzt ins nächste Level. La 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 la, ich bin der Croc, la 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 la. Diese Geistscheiße, die es hier gibt, die fuckt mich einfach ab. Okay, hier gibt's nur einen Luftballon. What? What? Ich habe ein Secret gefunden. Okay. Warum auch nicht? Geil. Warum? Warum kommt da so Wasser zwischendurch? Oh, das Wasser will mich da in diese Löcher pusten. Das ist ja böse. Okay, das war nur für ein paar Leben hier einzusammeln. Aber nice. Ich habe ja schon im ersten Level sowas verpasst, weil man da dreimal auf einer Plattform stampfen muss. Wo ich mich auch frage, wer soll darauf kommen? Da kann man Hui machen und da kann man irgendwas anderes. Soll ich Hui machen oder nicht? Doch, da oben ist der Schlüssel. Ich muss Hui machen, okay. 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 Hier gibt's nichts, okay. Außer einen bunten Edelstein. Naja, bunt ist er ja nicht, er ist einfarbig. Ich könnte eigentlich weiterhin sagen, farbig. Es ist halt ein farbiger, es ist halt so. Schlüssel. Sehr schön. Hui! Ist das schön, er bringt uns direkt zu unserem Freund. Und von hier aus können wir weiter direkt zum... was? Zum nächsten Hauptziel. Oh boy. Ich frage mich gerade, ob wir wirklich am Ende eines jeden Wüstenlevels jetzt diese scheiß Geister haben, mit denen wir ein Wettrennen machen müssen, um noch einen kleinen Kumpel von uns zu befreien. Was geht mit euch ab? Was geht mit euch ab? Was ist los? Alter. Das war doch Quickturn, oder nicht? Oh ja. Hätte ich eben auch verwenden können. Egal. Das Level ist so seltsam linear und relativ einfach bisher. Das irritiert mich. Kann das wirklich so sein? Ich traue diesem Frieden hier nicht. Es ist zu einfach. Okay, das sieht schon wieder ein bisschen anders hier aus. Ich meine, der Weg ist trotzdem klar erkennbar, aber... naja. Okay. Hm.
Warum? Oder muss ich hier hoch dafür? Ach so. Das macht dann in der Tat mehr Sinn. Okay. Ich habe nichts gesagt, okay? Ach scheiße, ich muss ja jedes Mal den Fahrstuhl dann... Ich hab verkackt. Ich muss ja mit dem letzten anfangen. Ich vergaß. Sonst komme ich ja gar nicht... Ne? Alter, ist das nervig. Und unnötig. Ach nee, ich kann da hinten ja auch sonst den Weg gehen. Nein. Ach, obwohl, wisst ihr was? Obwohl, schaffe ich das überhaupt? Nee, schaffe ich nämlich tatsächlich nicht. Ich muss wirklich mit dem Hintersten anfangen. Oh, so ein Stress. Und so unnötiger Stress vor allem. Dancing. Was tut man nicht alles? Für das ganze Loot-Zeug hier. Und für eine Menge Energie. Ich meine, wir wissen, in welcher Kiste unser Freund ist. Wir könnten uns viel Ärger ersparen. Aber tun wir es denn? Nein, denn wir wollen ja alles haben. Nach Möglichkeit. Erinnert mich diese Musik gerade auch ganz dezent an Spyro 1. Mal eben kurz zwischenspeichern, einfach nur weil ich es kann. Inzwischen ist es auch schon dunkel draußen geworden. Ich könnte jetzt sowas aufnehmen wie Resident Evil Survivor oder sowas, worauf ich auch mega Bock hätte. Aber was mache ich? Ich spiele Krog weiter. Weil ich einfach nur durchkommen möchte mit dem Spiel. Was ich garantiert nicht schaffen werde, habe ich irgendwie im Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist das Spiel einfach nur so scheiße schwer und gemein wie Spyro 3. Und ansonsten ist es aber cool und machbar. Spyro 3 wird ja auch noch die Herausforderung meines Lebens sein. Weil Spyro 3 einfach nur... Es ist nicht scheiße, aber es ist scheiße fies. In sehr vielerlei Hinsicht. Die Musik ist verstummt. Und deswegen beginnen sie direkt erneut, weil ich das jetzt gesagt habe. Okay, wir haben 53 Dinger und jetzt können wir hier ins Loch. Und falls Opti dieses Let's Play gucken wird, wenn es eins wird, dann weiß ich jetzt schon, was er sich denken wird oder dass er wahrscheinlich auch dazu einen passenden Kommentar schreiben wird. Was ich ja nicht verdenken kann. Okay, ich glaube, ich sollte zuerst da lang gehen. Glaube ich. Warum sind hier so Pfeile? Egal, anscheinend haben sie keinen größeren Sinn. Was sollte hier wohl passieren? Hä? Woohoo!
Okay, ich habe einen Schalter betätigt für was auch immer. Denn hier hat sich irgendwie gefühlt nichts verändert. Deswegen, wofür war wohl dieser Schalter gut? Ich habe keine Ahnung. Wieder diese Mumien. Ach, nett. Knapp. Aber geschafft. Ich dachte schon, ich stürze ab. Okay. Brauche ich die Kiste überhaupt? Ja, wahrscheinlich wäre es besser. Krog. Schieb bitte. Ich bin so doof. Und ich mache den gleichen Fehler nochmal. Yay! Okay, das war jetzt noch beschissener, weil ich den Stein nicht mal gekriegt habe. Oh boy, was ist denn hier los mit mir? Jawohl! Kleiner Drecksack. Ich warte jetzt auf dich, bis du wiederkommst. Oder auch nicht. Weil diese kleinen Teufel einfach nur scheiße sind. Ach du Scheiße, nochmal neue Gegnerarten jetzt hier. Ach nee, den kennen wir ja schon, dieser kleine brennende Bastard. Obwohl ich bisher mit denen nie Probleme hatte, zum Glück, aber das kann sich ja noch ändern. Ach Mann!
Willst du mich verarschen? Okay, okay, okay. Da ist, es ist über mir. Nein! Das sind schwingende Dinger. Ich will doch gar keine schwingenden Dinger. Okay, es erwischt mich hier nicht. Es ist dazwischen. Ah. Warum? Doch. Habe ich alle? Oh ja, ich habe alle. Cool. Auf zur Gespensterjagd wahrscheinlich wieder, ne? Natürlich. Andere Richtung. Unfair, einfach nur unfair. Bleib hier, Geist. Ich mag diese Gespensterjagden hier nicht, okay? Ich mag sie nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es nicht. Wahrscheinlich braucht man wirklich eine bestimmte Anzahl auch von diesen Kügelchen oder so, ich weiß es nicht, weil warum soll ich sonst diesen Umweg laufen? Aber hier überholt er mich doch jedes Mal. Das ist unfair. Scheiße irgendwie, okay. Scheiß drauf. Das mit dem Geist ist scheiße unfair, finde ich. Wirklich, es ist scheiß, weil der so schnell ist und weil ich ja manchmal irgendwo noch an der Kante dann hänge und da nicht so schnell hochkomme und ach, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Diese Geistermissions sind eine coole Idee, aber sie sind irgendwie scheiße gemacht, finde ich. Wirklich, ganz ehrlich. Life's a beach. Weiß ich nicht. A beach. Das Leben ist eine Bitch. Nein. Leben ist ein Strand. Ich bin irgendwie nicht so der Meinung, aber ist okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn hatte. Ich bin mir da echt unsicher. Und wir sehen uns auf jeden Fall aber beim nächsten Mal hier wieder, wenn es hier weitergeht. Und bis dahin macht's gut auf jeden Fall. Eure Vampi. Ciao.